So, und hier haben wir einen einzigen Weinstock und trotzdem sind die Blätter unterschiedlich. Also das, was wir vorhin gesagt haben, mit der stärker gebuchtete und der weniger stark gebuchtete, man sieht, der Burgunder ist insgesamt, die ganze Familie, sehr mutationsfreudig. Also aus dem Spätburgunder ist ja der Weißburgunder und der Grauburgunder spontan mutiert. Und hier, der kann auch wieder zurückspringen. Jetzt haben wir hier einen Schwarzriesling drin. Wie ist das? Lässt das alles wachsen? Nee, der kommt weg. Das ist sowieso, das ist so ein Trieb, der wächst aus dem Stamm raus, den will man sowieso nicht. Das wäre ja Schwarzburgunder gewesen. Der Schwarzriesling. Schwarzburgunder. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.